Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute aus Salfen im Erzgebirge. Falls euch das nichts sagt, das ist ein ganz kleines Dorf, wo aber sämtliches Spielzeug für Weihnachten hergestellt wird. Diese ganzen Krippen und so weiter, die unterm Weihnachtsbaum stehen, die ganzen Figuren, diese Holzfiguren, wird alles per Handarbeit hier gemacht. Richtig cool. Wir sind jetzt hier am Wochenende vom 4. Advent. Das heißt, wir wollten jetzt hier so richtig schön die weihnachtliche Stimmung noch ein bisschen mitnehmen. Leider liegt kein Schnee. Ich hatte gehofft, dass hier Schnee liegt und man diese Winterlandschaft dann noch voll mit drauf bekommt. Das ganze Ort sieht weihnachtlich geschmückt aus. Richtig, richtig cool. Und ich bin jetzt gerade mal nach oben gefahren, quasi auf den Berg rauf und wollte jetzt hier das Dorf mal von oben fotografieren zur blauen Stunde, wenn jetzt auch die ganzen Lichter angehen. Das würde richtig cool aussehen. Ja, wie gesagt, leider liegt kein Schnee, aber ich denke, dass wir trotzdem da ein bisschen was hinbekommen werden. Der Grund, warum ich jetzt hier überhaupt im Auto sitze, ist, dass draußen gerade extrem großer Wind herrscht und dementsprechend wäre es unmöglich, draußen irgendwas zu labern. Der Ton würde komplett verhunzt sein. Von daher mache ich das Ganze jetzt hier mal aus dem Auto. Ich werde jetzt aber trotzdem mal ganz kurz zeigen. Ich filme jetzt einfach mal so ein bisschen aus der Scheibe raus. Und dann muss ich mal so ein bisschen sauber machen. Da steht mein Stativ. Da habe ich alles schon aufgebaut. Kamera steht drauf. Ich habe jetzt auch, dadurch, dass es jetzt so windig ist, tatsächlich auch mal den Kameragurt abgemacht. Mache ich ja sonst normalerweise nicht. Aber ganz wichtig, Kameragurt abmachen, wenn es so windig ist, damit da auch sämtliche Vibrationen weg sind. Ansonsten, wenn das Stativ jetzt nicht ganz so stabil ist in dem Wind, also jetzt hier zum Beispiel das Reisestativ hier daneben, das ist lange nicht so stabil wie das hier, dann einfach, sieht man jetzt hier auch, haben wir einfach eine Tasche unten dran gehangen. Dadurch wird das ganze Stativ nochmal wesentlich stabiler. Also einfach irgendwas mit Gewicht unten dran hängen, dann macht das Ganze ein bisschen stabiler. So. Im Hintergrund jetzt hier geht irgendwo gerade die Sonne unter, aber ich habe jetzt hier schon alles eingestellt. Da unten, da ist das Dorf, das sieht dann gleich richtig, richtig cool aus, wenn alles beleuchtet ist. Zu den Kameraeinstellungen, ISO 100 natürlich, um die bestmögliche Bildqualität zu haben. Dann werde ich jetzt hier wahrscheinlich so mit einer Blende 8 oder Blende 11 fotografieren oder irgendwas dazwischen, um alles scharf zu bekommen. Und ich bin jetzt bei einer so Brennweite ungefähr bei 35 mm, würde ich jetzt mal so schätzen. Also nicht ganz so weitwinklig, sondern schon ein bisschen näher rangezoomt. Und deswegen werde ich jetzt hier ungefähr, ja, ich denke mal, ich werde eine Blende 11 verwenden, damit dann auch wirklich alles komplett scharf ist. Die Verschlusszeit stelle ich dann natürlich so ein, wie ich es gerade brauche, wie mir die Kamera das von der Belichtungsmessung her sagt. Ich mache das Ganze im manuellen Modus und kann damit eigentlich auch wirklich alles selber kontrollieren. So, was gibt es noch zu sagen? Ich fokussiere auch manuell, mache ich in letzter Zeit eigentlich immer, weil ich dadurch das Gefühl habe, noch ein bisschen mehr Schärfe irgendwie ins Bild zu bekommen. Von daher mache ich das immer manuell. Ich mache einfach den Live-View-Modus an und zoome dann ganz weit ins Bild rein und ziehe dann einfach ganz normal manuell die Schärfe am Objektivring. Ich werde dazu auch nochmal ein Video machen. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du sie gerne unten in die Kommentare posten. Aber da wird demnächst auch nochmal zu ein Video kommen zum manuellen Fokussieren. Ja, wie gesagt, es ist windig draußen, deswegen kann ich dir jetzt schlecht direkt an der Kamera was zeigen. Aber ich werde jetzt einfach noch ein paar Bilder natürlich einfangen, wenn ich gleich rausgehe zum Fotografieren und dann natürlich auch das Endergebnis zeigen. Wenn du Fragen dazu hast, dann poste sie einfach unten in die Kommentare. Wenn dir das Video ansonsten gefallen hat, dann gib auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ja, wenn du mehr von mir sehen willst, dann abonniere den Kanal. Jeden Sonntag kommt auf jeden Fall ein Video um 12 Uhr. Und ja, viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten deiner Bilder. Ciao!